Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ihr seht hier das Kolonieschiff GFS Expansion mit Kolonisten an Bord, die sich schon freuen, ganz weit weg zu kommen von der Erde, vom neuen System. Sie mussten schon ein riesiges Hin und Her erleben. Der Antrieb musste erneuert werden und so weiter. Sie sind jetzt gerade mal wieder auf dem Weg dorthin, aber nun erreicht sie eine weitere Hiobsbotschaft, eine weitere Nachricht. Ihnen wird die Fahrt dorthin verweigert, hier in dieses System, denn dem neuen grünen Frieden Seth Stark und seinen Mann ist erst jetzt bewusst geworden, dass eine Kolonisierung in dieser Ferne unfassbar viel Einfluss benötigt, der derzeit nicht vorhanden ist. Deshalb wird diese Reise abgesagt werden müssen. Stellen wir uns das so ein bisschen vor als diese klassischen Formen von Anarchie und Kuddelmuddel und Unorganisiertheit in solchen Phasen des Machtverlustes, des Machtübergangs. Keiner weiß so richtig, die rechte Hand weiß nicht, was die linke tut und so weiter. Also, das wird nicht funktionieren, Leute. Die Kolonisten werden umgeleitet. Es gibt so einige Möglichkeiten. Auf Anweisung der neuen Militärführung. Es gibt so einige Möglichkeiten. Wir könnten mit ihnen, das würde sehr wenig politische Macht verbrauchen, hier tropische Welten oder ich glaube, wir können auch Ozeanwelten besiedeln. Hier innerhalb unseres Reiches, da gibt es auch einige sehr schöne. Aber ich denke, wir werden uns, auch wenn es kein toller Planet ist, auf den letzten kontinentalen Planet jetzt erstmal bewegen. Warum würde ich das machen? Erstens haben wir natürlich damit eine Gebietsausdehnung. Zweitens, wenn der groß genug ist und der hier auch, dann gibt es die Chance, dass wir hier diesen Außenposten auflösen können, was uns natürlich wieder mehr Einfluss bringt. Außerdem gibt es hier drumherum ein paar interessante Systeme. Neue Außenposten sind erstmal nicht drin. Insofern, gerade aus militärischen, expansionistischen Gründen, gar nicht so sehr, weil er an die Siedler gedacht hat, bestimmt Seth Stark nun einen neuen Kurs. Und die wissen gar nicht, was mit ihnen geschieht. Sie denken eigentlich, sie sind auf dem Weg dorthin nach Takaram. Aber nein, sie sind in eine völlig andere Richtung unterwegs und müssen auf diesen armseligen Planeten mit wildem Getier und wenig Platz siedeln. Aber immerhin hat er schwache Gravitation. So, das ist also die Neuigkeit. Was ich vergessen hatte zu zeigen, wir sind ja inzwischen so weit, wir haben fortschrittliche Regierungsformen. Das heißt, wir können auch schon die geordnete Stratokratie oder das militärische Imperium wählen. Es gab einen ganz guten Hinweis, dass es ja durchaus auch denkbar ist, dass es nicht in Richtung einer Militärjunta oder Stratokratie geht, sondern auch in Richtung einer Militärdiktatur. Dem stimme ich durchaus zu. Ich würde mal sagen, wir machen das also gerade, weil Seth Stark hier am Start ist, als Befreier des Volkes, als kriegerischer Mann, der sehr populär ist, könnte ich mir vorstellen, je länger diese Übergangsphase dauert, und sie dauert ja, weil wir hier immer wieder keinen Einfluss bekommen, umso mehr gewinnt er an persönlicher Macht und umso vorstellbarer ist eben auch eine Diktatur oder ein militärisches Imperium unter seiner Führung. Allerdings, falls er vor dieser Regierungsänderung sterben wird, dann will ich das wiederum nochmal in Frage stellen, dann ist die Frage, kommt da wieder ein starker Mann oder eine starke Frau oder ist es dann eher doch so ein Kollektiv, eine Militärjunta? Wir werden sehen. So, was machen wir noch? Wir haben hier ein Konstruktionsschiff, das noch ohne Arbeit ist. Wir werden jetzt hier so die letzten Dinge erledigen, die wir hier im Süden noch machen können damit. Hier zum Beispiel sind jetzt noch Forschungsstationen möglich. Ich denke, das können wir uns durchaus leisten. Okay, ansonsten, ich glaube, die große Linie, vielleicht auch um da noch mal ein Wort zu verlieren, die große Motivation ist, neben des eigenen Machterhalts der neuen Elite, ist, glaube ich, gerade von Seth Stark und seinen Freunden so stark zu werden, dass sie irgendwann aus eigener Kraft hier sich rächen können an der Vormacht der Favossan. Solange sie das nicht können, werden sie sich immer ihnen unterordnen, weil sie von deren Macht wissen, aber das ist so ein bisschen das langfristige Ziel, glaube ich, der neuen Ordnung. Dementsprechend wird dem auch alles andere untergeordnet. Das heißt,
ständiger Ausbau der Flotte, das heißt ständige Neueinsiedlungen. Wenn wir an unsere Grenzen stoßen, ist der nächste Schritt dann in der Tat, diese anderen Kontinente, bewohnbaren Kontinente zu besiedeln, also die tropischen Welten und die Tundra-Welten. So die besten zuerst, dann dort einige Siedler raufschicken und dann vielleicht mit Robotern arbeiten, denen ja das Klima da egal ist. Mit den Eisaffen, da müssen wir mal sehen hier auf Krimdor. Da hatten wir immer noch mal vor, die auf Eisplaneten anzusiedeln. Und sie sind ja inzwischen auch einigermaßen dabei. Sie sind ja auch militaristisch. Leider etwas spiritualistisch, aber ihre Zufriedenheit ist gar nicht so schlecht, wie ich mir das anschaue. Insofern können wir das durchaus weiter im Blick behalten. Eisplanet müssen wir dann ein bisschen suchen. Okay, soweit dazu erstmal. Wir haben aber die Möglichkeit, Kreuzer zu bauen und deswegen sollten wir mal in den Schiffsdesigner reingehen. Ich denke, wir brauchen erstmal einen neuen Namen und ich nenne die Bellona-Klasse. Und wir gucken mal bei der Bewaffnung. Ich nehme mal hier wieder einen dicken Laser mit rein. Dann kleine Raketen. Dann machen wir mal Barrierepunktverteidigung. Da haben wir noch nichts Besseres. Und dann hier so ein Gaussgeschütz. Solange der grüne Frieden es noch nicht besser weiß oder seine Gegner kennt, bevorzugt er, glaube ich, so eine ausgewogene Bewaffnung von allem was. Wir werden mal den Rest jetzt automatisch machen. Das scheint mir ganz sinnvoll zu sein. Gut zu funktionieren. Hier passt noch was rein. Dann können wir da eigentlich auch noch Metallkeramik reinsetzen. Und dann speichern wir das. Gut. Callback 1 können wir eigentlich löschen, glaube ich. So, Bellona haben wir hier. Odin kann auch gelöscht werden. Sonst kommen wir nur durcheinander. Und die neue Verteidigungsplattform. Wir bauen gerade eine, ne? Ich weiß gar nicht. Oder wir erforschen gerade eine Verteidigungsplattform 1. Lassen wir es erstmal, aber wir. Ne, dann lassen wir es erstmal. Machen wir nicht. Wir bauen jetzt Kreuzer. Das können wir jetzt. Wir haben zwar noch keine Kreuzerwerft, aber ich denke, das sollten wir uns trotzdem jetzt leisten. Wir fangen mal an. Die sind ja recht teuer. 575, aber ich denke mal, 4 können wir hier durchaus bauen. Können wir eigentlich hier auch schon welche bauen? Nee, da haben wir noch nicht die Raumhafenverbesserung. Wollen wir die hier einführen? Wie weit sind wir denn hier? Da haben wir erst die Basis. Dann machen wir mal ein bisschen weiter im Süden. Bauen wir mal wirklich weiter aus. Gyndios vielleicht eher in Aurora noch. Bauen wir mal hier die Verbesserung. Und es hat jetzt keine Eile, deswegen machen wir hier alle 4 hintereinander. Solange das woanders nicht möglich ist. Okay, gut. Und dann, wir hatten in Talia ja hier, wo war das? Ich glaube hier, ne? Da hatten wir ja hier so eine Spezies, die so ein bisschen aufmuckt. Da will man ein bisschen Verteidigungsarmeen bauen. Und zwar menschliche natürlich. Ist auch ganz gut, weil wenn, dann werden wir von der Seite vermutlich angegriffen von anderen Fraktionen. Die sind ja dort ziemlich feindlich uns eingestellt, hier diese beiden. Wobei die ja Gott sei Dank auch untereinander sich spinnefeind sind. Okay, Leute, dann kann es weitergehen, denke System ich. Survey complete. Irgendwo ist ein System erforscht worden. Ich weiß gar nicht, wo ist denn jetzt unser. Aha. Hier Muskida. Er ist ja in den Weiten des Weltraums noch unterwegs. Das kennen wir. Das Kolonieschiff fliegt jetzt in die andere Richtung. Die Siedler ahnen noch gar nichts davon. Wir gucken mal. Eigentlich müssten wir noch mal kurz auf den Oberflächen gucken, ob wir da was optimieren können. Wie sieht es hier aus? 5. Gemini. Ich denke, wir werden mal hier upgraden. Wir werden mal hier tatsächlich noch eine Hydrokulturfarm bauen. Wir werden das entfernen. Und mehr ist erstmal, glaube ich, hier nicht zu machen. Ja. So, Kalypso, aber da ist bestimmt was los. Oh ja, wir können hier ein bisschen upgraden. Das ist gut. Betarian 2 sogar. Ich denke, diesen neuen Siedler, den packen wir mal irgendwo hin, wo es Nahrung gibt. Hier oben werden wir mal entfernen. Hier ist, glaube ich, Nahrung besonders wichtig.
weil wir ja richtig schön wachsen können, den ziehen wir deshalb nach da unten hin. Und ja, gibt es hier noch was abzugraden? Bauen wir mal hier eine Hydrokulturfarm. Okay, und in Aurora. Aurora genauso. Hier brauchen wir, glaube ich, auch erstmal Hydrokulturfarmen. Ja, das wollen wir unterdrücken. Hier mal sehen, was hier so kommt, ne? Und wir können vielleicht schon mal das entfernen. Okay, soweit, so gut. Weiter hier. Inaktives Gebäude, das wissen wir. Dann schauen wir mal. Energiebilanz ist sehr vernünftig. Wenn wir jetzt sogar noch Betarian Kraftwerk 2 kriegen, ist das ja alles bestens. So, wo ist das Kolonieschiff? Oh, das braucht noch seine Zeit. Trotz neuem Warp-Antrieb. Wir sind inzwischen, glaube ich, auch erlöst von dieser Erniedrigung. Wir bekommen jetzt wieder den vollen Zugewinn. Mit 2 Außenposten abgezogen. 3, das ist insofern okay. Wir können uns also jetzt zumindest hier die Kolonie leisten. Die kostet, glaube ich, 100 oder so. 104. Und dann, sage ich schon x-mal, dann wollen wir das endlich mal sparen. Bis wir uns die neue Regierungsform leisten können. Bis also klar ist, bis sich das neue Machtsystem stabilisiert hat. Genau. So, auf der Erde ist auch gleich der erste Kreuzer fertig. Sehr schön. Ansonsten herrscht, glaube ich, noch Krieg hier zwischen den beiden. Und wir haben eine neue Forschung. Grenzklinik. So, das bringt nämlich Nahrung und Bewohnbarkeit plus 5%. Ob man das bei den bei den kontinentalen Welten machen sollte, das würde ich mal bezweifeln. Aber bei den anderen ist das sicher eine feine Sache. So, Pitarin-Raffinerie. Hier sind wir auch ganz gut dabei. Besatzungsquartiere. Das ist natürlich eine feine Sache. Unterhaltskosten Schiffe. Perspektivisch. Kolonisation Wüstenwelt ist erstmal, glaube ich, nicht das Thema. Maschinenbauhalle. Also ich glaube, wir machen mal Doktrin Flottenunterstützung. Das passt mir ganz gut jetzt. Okay. So. Sehr schön. Und hier sind wir auf dem Weg nach Rangtion in das System. Aber es wird bestimmt nicht französisch ausgesprochen. Wie auch immer, gar kein so schlechtes System, wobei diese einen Forschungsplaneten, aber vielleicht ist es ja nicht verteilt. Doch. Da bin ich mir nicht sicher, ob sich das wirklich lohnt, dafür eine Energie auszugeben, um dort ein Forschungsding hinzubauen. Ich meinte, wenn man so viel hat wie wir im Moment, Incoming dann geht es schon. Und was haben wir hier? Eine Nachricht, ein Handelsangebot von Großherzogtum, von unseren Nachbarn. Sternenkarten. Verschiedene außerhalb unserer Kontrolle liegende Umstände haben uns keine andere Wahl gelassen. Ja, ich denke mal, des lieben Friedens willen. Es gibt, ich meinte, andererseits, ob unsere neue Führung dem zustimmt oder ob sie die eher ein bisschen kritischer sieht. Ich meine, sie sind froh, wenn sie jetzt erstmal in Ruhe aufbauen können. Das Vertrauen ist hoch. Sie sind empfänglich. Aber ich glaube, unsere Militärführung ist gegenüber diesem pazifistischen, harmonischen Kollektiv etwas kritisch eingestellt. Sie werden jetzt keine aggressiven Aktionen starten, aber ja, Sternkarten, ja, das Wissen abzugeben? Nein, ich glaube nicht. Das werden sie nicht unbedingt machen. Sind die jetzt eigentlich ein bisschen sauer, weil wir es abgelehnt haben? Nee, das hat erstmal keine Auswirkungen gehabt, wie mir scheint. Construction complete. So, in Aurora wird fleißig gebaut. Unsere erste System Survey complete. Korvette ist. Nee, unser erster Kreuzer ist gebaut. Hier unten sind wir auch noch am Erkunden. Und das Kolonieschiff. Ach, verdammt, wir haben dem gar nicht gesagt, was es tun soll. Das ist ja ein Ding. Das sollten wir tun. Hier unten. Kolonisieren.
Das ist das Ziel. Ich hoffe, ich habe auch die richtigen mitgenommen. Ja, das sind unsere Menschen. Tja, da bleibt nicht viel Auswahl, zumal wir diese ganzen Felder hier noch gar nicht. Also die Kolonie wird es nicht einfach haben, würde ich schon mal so sagen. Wir nennen sie Fortuna, weil die Siedler dieses große Glück haben, auf diesem tollen Planeten zu siedeln. So, ich bin ein bisschen mal überlegen, geben wir das jetzt ab? Ich bin mir nicht ganz sicher, an einen Sektor. Oder managen wir das erstmal weiter? Dann müsste ich nämlich, ich glaube, das geht gar nicht, ne? Wir kommen da sektormäßig gar nicht hin. Wahrscheinlich gibt es gar keine Verbindung. Na, wir werden es sehen. Wir haben aber jetzt noch Konstruktionsschiffe, die faul in der Gegend rumstehen. Fliegt erstmal hier weiter. Bergbaustation. Wo ist der andere? Ach, hier auch. Wollen wir da oben schon hinterherfliegen? Und das schon mal klar machen? Oder erstmal hier irgendwas anderes, kleineres erledigen? Vielleicht machen wir das. Dann bauen wir bitte hier die Forschungsstation. 229. Okay. System Survey complete. So. Hydrobius-System ist erkundet worden. Hier in weiter Ferne. Im Bereich des galaktischen Direktorats der Inari. Wie ticken die eigentlich? Kann mich gar nicht mehr erinnern. Erleuchtete Technokratie. Rücksichtslose Kapitalisten. Die sind uns, glaube ich, gar nicht so ähnlich. Wobei, gleiche Ethik heißt ja nicht unbedingt Freundschaft. Denn, ja, als expansionistisch-militaristisches Land kann man auch gerne, gut und gerne Kriege führen gegen andere, die genauso ticken. Okay, Technologie. Wir haben Verteidigungsstationen erforscht und ja, wir werden gucken, was wir hier kriegen. Impulsantrieb, 80 Monate. Das brauchen wir sicher nicht. Die Weltraumtorpedos oder die neue Panzerung. Das ist der Punkt. 120 Reichweite ist natürlich der Hammer. Für die dicken Dinger oder eine bessere Panzerung. Ich glaube, wir setzen, glaube ich, mehr auf Schilde. Moment. Wir machen hier bei den Torpedos weiter. Es gibt ja immer mal wieder so Hinweise in den Kommentaren, was an den ganzen Waffentechnologien zu optimieren ist und besser zu machen ist. Da bin ich mir sicher, da ist vieles zu optimieren. Aber man muss auch ein bisschen bedenken, oder insbesondere mit Blick auf die Forschung, was man forschen sollte und was nicht. Aber man muss ein bisschen bedenken, dass wir ja hier so eine Roleplay-Perspektive haben und dadurch jetzt nicht so zielgerichtet forschen wollen auch, weil wir ja gar nicht wissen, was es alles in Zukunft noch für Systeme gibt. Insofern ist das immer so eine sehr situative Entscheidung, so würde ich das mal bezeichnen. So, Gemini wurde was gebaut. Okay. Und Fortuna wird errichtet. Tja, also wenn ich jetzt einen Planeten abgebe, dann wäre es Pondak Mok. Weil da kann ich eh jetzt nichts mehr weitermachen, diese Nahrungssachen. Achso, hier ist ein Arbeitsloser. Ja, da können wir noch, was machen wir denn hier? Gibt es noch irgendwas Sinnvolles, was wir hier für die einrichten können? Also ein Kraftwerk wäre vielleicht möglich. Energiehub lohnt sich meines Erachtens nicht so toll. Ein Forschungslabor. Ja. Ich meinte, was man noch machen könnte. Man könnte hier alles wegräumen. Und dann den... Ja, ich weiß auch nicht so richtig. Ich glaube, ich tendiere doch vielleicht in Richtung Kraftwerk. Vielleicht lohnt sich ja doch ein Hub mal irgendwann. Und wir entfernen mal hier noch ein bisschen was. Tja. Ich meinte, dieser Planet ist es eigentlich kaum wert, hier selbst gesteuert zu werden. Zumal wir diese vier Felder auch sowieso nichts noch nicht beseitigen können. Andererseits könnten wir den ein bisschen zumindest optimieren. Ich weiß nicht so recht. Lassen wir das Ganze mal offen. Und erstmal verabschiede ich mich für diese Folge. Wir schauen, wie es weitergeht. Mal gucken, was die Freunde hier, die Vormacht,
so tun, wie ist eigentlich das Verhältnis derzeit? Ja, minus 203. Abgelehnte Forderungen hat es mal wieder ganz nach unten sacken lassen. Mal schauen. Okay, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Steinballen.